Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung zum Themenbereich Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gemäß § 201a StGB. Zunächst möchten wir uns bei unseren Kollegen Andreas Freudenmann, Sebastian Schick und der Kollegin Katrin Schneider bedanken, die bei der Erstellung dieses Videos mitgewirkt haben. Bei der Norm handelt es sich um einen relativ jungen Straftatbestand, welcher 2015 im Zuge europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht neu gefasst wurde. Bedingt durch die gesellschaftlichen Diskussionen um das Fotografieren von Toten an Unfallstellen erfolgte zum 01.01.2021 eine weitere Ergänzung der Norm. Zusätzlich wurde in diesem Zusammenhang der § 184k StGB geschaffen, der die Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen umfasst. In diesem Fall drehen sich die Diskussionen um das sogenannte Upskirting und das Downplusing. Upskirting stellt hierbei den Versuch des Täters dar, mittels einer Kamera Bilder oder Videos vom Intimbereich der Frau unter ihrem Rock zu fertigen. Beim Downplusing versucht ein Täter durch eine erhöhte Position von oben herab die weibliche Brust zu fotografieren oder zu filmen. Dieser Tatbestand wird jedoch in einer separaten Online-Vorlesung erläutert. Um die Problemstellungen der Thematik aufzuzeigen, möchte ich mit drei Fallbeispielen beginnen. Im ersten Fall hat der T. besonderen Gefallen an seiner 25-jährigen Mitbewohnerin gefunden, die dieses Interesse allerdings nicht teilt. Da er sie unbedingt einmal nackt sehen will, versteckt er seine kleine Kamera in der Dusche der Wohnung und fotografiert seine Mitbewohnerin, wie sie sich unbekleidet duscht. Hierbei stellt sich neben der generellen Strafbarkeit natürlich die Frage, ob es Einschränkungen in den eigenen vier Wänden gibt und ob bereits das Anbringen der Kamera eine Strafbarkeit nach sich ziehen kann. Zum zweiten Beispiel. Der Gaffer G. kommt an eine Unfallörtlichkeit. Er erkennt die Chance, ein für ihn interessant erscheinendes Bild für seinen Facebook-Account von den schwereren Verletzungen eines Unfallopfers anzufertigen und damit abends bei seinen Freunden anzugeben und um die Unglückssituation anschaulich erläutern zu können. Diese Sachlage haben bestimmt viele von uns selbst schon beobachtet. Auf der Straße ist ein Unfall passiert und die anderen Fahrzeuge fahren nun extra langsam an der Unfallstelle vorbei, um zu gaffen. Das langsame Vorbeifahren und Schauen stellt noch keine Straftat, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 3 Absatz 2 StVO dar. Aber wie ist die Situation, wenn das Geschehen bzw. das schwer verletzte Unfallopfer mit dem Handy fotografiert oder gefilmt wird? Das letzte Beispiel stellt die Verbreitung von Nacktaufnahmen dar. A und B sind ein Liebespaar. Die Beziehung läuft hervorragend, sodass die A dem B immer wieder über einen Messenger Nacktbilder von sich zukommen lässt. Im Laufe der Zeit verschlechtert sich jedoch das Verhältnis und A beendet die Beziehung irgendwann. Durch die Trennung geknickt, lädt B die Nacktbilder im Internet hoch und verschickt sie an gemeinsame Bekannte. Diese Bilder wurden zwar einvernehmlich gefertigt bzw. via Messenger ausgetauscht, jedoch entschließt sich der Täter erst nach der Trennung, die Bilder an gemeinsame Bekannte zu versenden und im Internet hochzuladen. Hier stellt sich die Frage, musste das Opfer zum damaligen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die Bilder auch an weitere Personen weitergegeben werden, beziehungsweise hat sie diesem vielleicht sogar konkludent zugestimmt? Natürlich nicht, demnach ist hier die Strafbarkeit des B zu prüfen. Bevor die Ergebnisse der Beispiele aufgezeigt werden, möchte ich zunächst den Aufbau der ersten Deliktsvariante darstellen. Hier besteht zu Verständniszwecken für euch gleich die Möglichkeit, eines der Beispiele aufzugreifen und gleich parallel mitzuprüfen. Zunächst erstreckt sich die Tathandlung auf eine andere Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet. Von dieser muss der Täter unbefugt eine Bildaufnahme hergestellt oder übertragen haben. Schließlich ist erforderlich, dass der Taterfolg, nämlich die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, eintritt und Kausalität zwischen Handlung und Erfolg besteht. Der subjektive Tatbestand erfordert hier mindestens dolus eventualis. Beginnen wir nun mit der Bildaufnahme einer anderen Person. Unter Bildaufnahme versteht man hierbei sowohl Lichtbilder als auch Videos. Durch die unterschiedlichen Tathandlungen ist hierbei irrelevant, ob eine Speicherung oder eine reine Übertragung erfolgt. Ebenso ist für die Strafbarkeit nach § 201a StGB unerheblich,
ob auch eine Tonspur aufgenommen bzw. übertragen wird. Unter einer anderen Person ist jede zum Tatzeitpunkt lebende Person umfasst, die nicht mit dem Täter oder einem Mittäter identisch ist. Somit ist also nicht der Raum oder etwaige darin befindliche ausgestellte Nacktfotografien oder Zeichnungen des Opfers geschützt, sondern ausschließlich die lebende Person. Problematisch ist hierbei die Frage, ob das Opfer identifizierbar sein muss, also zum Beispiel Teile vom Gesicht abgebildet sein müssen, die eine Wiedererkennung ermöglichen. Nach herrschender Meinung reicht es aus, wenn die Person auch über äußere Umstände, zum Beispiel gesprochene Worte oder nachträglich ergänzte Kommentare, identifizierbar wird. Denken wir hierbei an das Verschicken von Nacktfotos, bei dem der Kopf des Opfers nicht sichtbar ist, aber der Name des Opfers in der Bildbeschreibung steht oder während dem Video genannt wird. Andererseits wirkt ein nachträgliches Verpixeln nicht tatbestandsausschließend. Das heißt, ein Täter würde sich auch dann strafbar machen, wenn er das Opfer heimlich, zum Beispiel beim Geschlechtsakt, aufnimmt und direkt im Anschluss das Gesicht auf dem Medium verpixelt. Somit ist der Tatbestand bereits unmittelbar mit der Aufnahme erfüllt. Doch welche konkreten Tathandlungen unterliegen nun der Strafbarkeit? Hierbei unterscheidet der Gesetzgeber in Herstellen und Übertragen. Das Herstellen umfasst hierbei sämtliche Handlungen, bei denen das Bild gespeichert wird. Unerheblich ist hierbei die Form des Speichermediums. Die Übertragung erfasst sämtliche Handlungen, bei denen die Daten an ein weiteres Gerät übermittelt werden. Bei der Datenübertragung ist unerheblich, ob auch eine Speicherung erfolgt. Dies ist dann relevant, wenn der Täter eine Situation mittels Livestream unmittelbar ins Internet oder zu sich nach Hause überträgt. Hierbei ist auch nicht erforderlich, dass der Täter oder ein Dritter die konkrete Situation auch tatsächlich wahrnimmt. Somit ist das bloße Beobachten einer Person mit dem Zoom-Objektiv oder einem Endoskopaufsatz einer Kamera nicht strafbar. Was gibt es zur räumlichen Einschränkung der Strafbarkeit zu sagen? § 201 Absatz 1 StGB greift nur bei Handlungen, wenn sich das Opfer in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet. Zunächst lassen sich neben der Wohnung bzw. dem Haus auch Gäste, Hotelzimmer, Wohnwägen, Zelte, Hafträume und Krankenzimmer als absolut geschützte Räumlichkeiten bzw. Wohnungen im Sinne des § 201a StGB einordnen. Während dies auch für mit Sichtschutz ausgestattete Kellerräume gelten kann, greift dies aber grundsätzlich nicht für Büroräume, Tiefgaragen, abgetrennte Treppenhäuser, Hausflure von Mehrfamilienhäusern, Waschküchen oder offen angelegten Gärten. Von wesentlicher Bedeutung ist hierbei auch, dass es nicht auf die Eigentumslage bzw. die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ankommt. Das heißt, auch eine unberechtigt eingedrungene Person, zum Beispiel der Einbrecher, ist zunächst einmal geschützt. Von praktischer Relevanz ist dies in Fällen des Hinterlassens von Kot oder bei sexuell motivierten Einbrüchen, wenn sich der Täter auszieht oder selbst befriedigt. In diesen Fällen wird die Aufnahme mit der Überwachungskamera oder durch den heimkehrenden Bewohner jedoch oftmals zulässigerweise erfolgen. Hierbei erfiele nicht erst die Rechtswidrigkeit, sondern bereits die Tatbestandsmäßigkeit, hierzu aber später mehr. Kommen wir nun zur Abgrenzungsproblematik des besonders geschützten Raums. Bei Wohnungen, Häusern, Hotelzimmern oder Ähnlichem genießen die darin befindlichen Personen einen absoluten Schutz. Das heißt, es sind keine weiteren Vorkehrungen erforderlich und der Täter würde sich strafbar machen, wenn er Aufnahmen durch ein Fenster hindurch gegebenenfalls auch mittels Drohne fertigt bzw. überträgt. Im öffentlichen Raum dahingegen oder in Büro- oder Geschäftsräumen muss eher damit gerechnet werden, dass Bildaufnahmen erfolgen. In Geschäften zum Beispiel zur Überwachung der Kunden oder Mitarbeiter. Dementsprechend fallen somit alle Räumlichkeiten, die nicht der Wohnung im weiteren Sinne unmittelbar zuzuordnen sind, auch nicht ohne weiteres Zutun in den Schutzbereich. Der rechtliche Schutz entfaltet sich damit erst, wenn der Raum durch weitere Maßnahmen dem Einblick entzogen wird. Klassische Beispiele sind hierbei die Toiletten oder Duschkabinen, Solarien oder Saunabereiche. Weiterhin muss der Sichtschutz auch objektiv durch Hecken, Mauern oder Trennwände bestehen.
Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Raum gänzlich umschlossen ist, was beispielsweise bei einem FKK-Bereich am Badesee oder am Meer auch nicht möglich wäre. Das alleinige Aufstellen von Verbotsschildern bzw. die Untersagung von Bildaufnahmen reicht aber nicht aus. Der Sichtschutz muss auch nicht dauerhaft sein. Greifen wir an dieser Stelle noch einmal die Beispiele auf, in denen der räumliche Schutz grundsätzlich nicht gegeben ist, wie zum Beispiel der Büroraum oder die Waschküche. Will sich ein Mitarbeiter nun umziehen und verschließt er hierzu die Tür und lässt auch noch das Rollo herunter, so schafft er sich hierdurch einen gegen Einblick besonders geschützten Raum und die Strafbarkeit wäre eröffnet. Kommen wir nun zur Frage der Befugnis der Bildaufnahme. Hierbei ist in der Literatur umstritten, ob es sich um einen Hinweis auf die Rechtswidrigkeit handelt oder aber bereits eine Einwilligung den Tatbestand ausschließt. Vorliegend wird die Auffassung vertreten, dass es sich hierbei um ein Merkmal des objektiven Tatbestands handelt. Demzufolge ist an dieser Stelle zu prüfen, ob der Täter ohne oder gegen den ausdrücklichen Willen des Opfers handelt. Willigt die betroffene Person in das konkrete Bild ein oder ist es zum Beispiel auf einer Party erkennbar, dass gerade ein Foto gefertigt wird und die betroffene, zurechnungsfähige Person erhebt keinen Widerspruch, dann ist von einer Einwilligung bzw. stillschweigenden Einwilligung auszugehen, die den Tatbestand entfallen lässt. Gleiches gilt bei polizeilichem Handeln, das auf einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage beruht oder anderweitig gerechtfertigt ist. Kommen wir an dieser Stelle auf das Beispiel mit dem Kotleger oder dem Sexualtäter zurück. In diesem Fall kann sich der Wohnungsinhaber auf sein Hausrecht beziehen, welches entsprechende Aufnahmen gestattet. Strittig wird es sein, wenn der Täter seinen Ehepartner in Flagranti erwischt und ein Beweisfoto des nackten Ehepartners und des Nebenbuhlers macht. Hier dürfte es oftmals an einem Rechtfertigungsgrund mangeln. Wichtig zu beachten ist auch, dass die Wahrnehmung überwiegend berechtigter Interessen nach Absatz 4, zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung, keine Rechtfertigung für solche Bildaufnahmen darstellt. Nun zum letzten Tatbestandsmerkmal, dem Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges, der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches. Hierbei gibt es keine konkrete Definition oder Abgrenzung. Vielmehr bedient sich auch der Gesetzgeber verschiedener Hilfskriterien bzw. orientiert sich am Begriff der Intimsphäre des Bundesverfassungsgerichts. Demnach betrifft die Intimsphäre grundsätzlich die innere Gedanken- und Gefühlswelt mit ihren äußeren Erscheinungsformen sowie die Angelegenheiten, für die ihrer Natur nach Anspruch auf Geheimhaltung besteht. Beispielsweise also der Gesundheitszustand, Einzelheiten über das Sexualleben sowie Nacktaufnahmen. Praktische Fallbeispiele sind hierbei das Filmen einer gynäkologischen Untersuchung, der Benutzung von Toiletten, Saunen, Solarien und Umkleidekabinen, aber auch Arztbesuche beim Hausarzt können in den entsprechenden Schutzbereich fallen, sofern es nicht nur zu neutralen Handlungen wie das Warten auf den Arzt oder einfache Behandlungsgespräche im Arztzimmer betrifft. Schließlich erfordert der objektive Tatbestand zuletzt ein kausales Verhalten des Täters, das heißt, die tatbestandsmäßige Handlung muss ursächlich für die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs sein. Bezüglich des subjektiven Tatbestandes ist anzumerken, dass es zumindest des Dolus Eventualis bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale bedarf. Kommen wir nun zur nächsten Variante, der Nummer 2. Die das Zurschaustellen der Hilflosigkeit einer Person betrifft. Das Delikt ist nahezu identisch wie der vorherige Tatbestand aufgebaut. Zunächst bedarf es einer anderen lebenden Person, von der unbefugt Bildaufnahmen hergestellt oder übertragen wurden. Weiterhin muss als Taterfolg die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs eingetreten sein. Entgegen der Variante nach Nummer 1 kommt es aber nicht mehr darauf an, dass die Aufnahme in einer besonderen Örtlichkeit erfolgt und hierdurch eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs eintritt, sondern dass die Situation die Hilflosigkeit des Opfers zur Schau stellt. Genau dieser Unterschied und eine Besonderheit der Befugnis zur Bildaufnahme wird auf den nachfolgenden Folien dargestellt. Bei der Variante nach Nummer 2 umfasst der Schutzbereich die Zurschaustellung der Hilflosigkeit einer Person.
Hierbei unterscheidet sich der Begriff der Hilflosigkeit jedoch von anderen Strafnormen, zum Beispiel beim besonders schweren Fall des Diebstahls. So liegt eine Hilflosigkeit im Sinne des § 201a StGB bereits vor, wenn das Opfer in Leib- oder Lebensgefahr ist und diese Gefahr nicht selbst abwehren kann. Denkbar wäre dies zum Beispiel bei einer bewusstlosen Person oder bei dem eingangs erwähnten schwer verletzten Unfallopfer. Maßgeblich ist hierbei, dass sich die Person nicht selbst befreien kann und der Bildaufnahme wehrlos ausgesetzt ist. Unerheblich ist hierbei, was die Ursache der Hilflosigkeit ist oder ob das Opfer ein Verschulden an der Situation trägt, zum Beispiel weil das Opfer betrunken ist. Beruht die Hilflosigkeit ausschließlich auf der Alkoholisierung, so ist der Grad der Trunkenheit entscheidend. Ist das Opfer nur leicht betrunken, genügt dies für sich alleine nicht. Vielmehr müssten weitere Faktoren hinzutreten oder das Opfer zumindest vermindert steuerungsfähig sein. In den anderen Fällen wäre eine Strafbarkeit nach Absatz 2 denkbar, sofern eine dritte Person die Bildaufnahme zugänglich gemacht wird und hierdurch das Ansehen erheblich geschädigt werden kann. Diese Fallvariante dürfte insbesondere Prominente betreffen, die nach einer nächtlichen Zechtour sehr unvorteilhaft fotografiert werden. Neben der Hilflosigkeit an sich muss diese mit der Aufnahme gerade zur Schau gestellt werden. Das heißt, diese muss auch auf dem Bild erkennbar sein und im Fokus stehen. Handelt es sich lediglich um ein Beiwerk, zum Beispiel wenn bei der Fotoaufnahme eines Festivals am Bildrand eine bewusstlose Person liegt, dann ist der Tatbestand nicht erfüllt. Wie bei der ersten Variante ist gefordert, dass die Aufnahme unbefugt erfolgt. Hier kommen neben der Einwilligung, dem Vorliegen von Ermächtigungsgrundlagen, allgemeinen Rechtfertigungsgründen, insbesondere die Wahrnehmung überwiegend berechtigter Interessen, der sogenannten Sozialadäquanz aus Absatz 4 in Betracht. Das Vorliegen eines sozialadäquaten Verhaltens führt zu einem Tatbestandsausschluss. Hierbei muss zwischen dem Interesse des Einzelnen, also dessen Recht auf Intimsphäre und zum Beispiel den Interessen der Kunst, Wissenschaft oder Berichterstattung abgewogen werden. Ein überwiegendes Interesse der Berichterstattung wird also nur in den seltensten Fällen gegeben sein, zum Beispiel in Bezug auf Prominente oder Personen nach herausragenden Unglücksfällen wie Erdbeben oder Überflutungen. Als Rechtfertigungsgrund kommen auch ähnliche Zwecke in Betracht. Diese wiederum weisen eine höhere Praxisrelevanz auf. Möglicherweise denkbar wäre hier zum Beispiel im Einzelfall das Fotografieren einer verletzten Person nach einem Unfall oder einer Straftat durch einen Pressevertreter, um das Bild der Polizei als Beweismittel zur Verfügung zu stellen. Der subjektive Tatbestand erfordert hier ebenfalls mindestens dolus eventualis. Weitere strafrechtliche Besonderheiten sind nicht gefordert, sodass wir uns direkt die dritte Variante betrachten können. Die Nummer 3 betrifft Bildaufnahmen, die Verstorbene grob anstößig zur Schau stellt. Diese Variante wurde mit § 184k StGB mit der letzten Änderung zum 01.01.2021 neu aufgenommen. Ähnlich der vorherigen Tatalternativen ist wieder die unbefugte Herstellung und Übertragung erfasst. Mit der Ausnahme, dass die Bildaufnahme nun in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt. Zum Beispiel nach einem Autounfall. Doch was ist hierunter genau zu verstehen? Im Gesetzesentwurf legt der Gesetzgeber fest, dass eine Abbildung dann grob anstößig ist, wenn der Inhalt der Aufnahme unter Missachtung des postmortalen Achtungsanspruchs den über den Tod hinauswirkenden sittlichen Geltungswert der verstorbenen Person verletzt. Hierbei reicht es aus, dass die Aufnahme dazu objektiv geeignet ist. Es kommt also weder auf einen Erfolgseintritt noch auf die Täteransicht oder eine etwaige Ansehensschädigung an. Vielmehr wollte der Gesetzgeber erreichen, dass Bildaufnahmen bei Begräbnissen weiterhin zulässig, aber Aufnahmen von blutüberströmten, tödlich verunfallten Personen strafbar sind. Dementsprechend ist es auch erforderlich, dass diese Darstellung im Fokus des Bildes steht und somit auch zur Schau gestellt wird. Weitere Besonderheiten, etwa zum subjektiven Tatbestand, sind nicht zu beachten. Mit der Nummer 4 werden nun zwei weitere Tathandlungen unter Strafe gestellt, das Gebrauchen oder die Zugänglichmachung der Bildaufnahme für eine dritte Person.
Die Nummern 1 bis 3 umfassen somit verschiedene Situationen, die eine strafbare, unbefugte Bildherstellung oder Bildübertragung darstellen. Wie ihr im Deliktsaufbau erkennen könnt, erfordert der subjektive Tatbestand hier wiederum mindestens dolus eventualis. Im Rahmen der gutachterlichen Prüfung solltet ihr also im objektiven Tatbestand zunächst auf die vorherige Prüfung bzw. das Vorliegen der Voraussetzungen der unbefugten Bildaufnahme nach den Nummern 1 bis 3 verweisen. Befassen wir uns nun folgend mit den Tathandlungen. Das Gebrauchen ist hier sehr weit gefasst und beinhaltet das Sichtbarmachen, Betrachten, Kopieren des Bildes oder Ähnliches. Unter Zugänglichmachen versteht man die Schaffung der Möglichkeit, dass eine dritte Person Kenntnis hiervon erlangt. Dies kann zum Beispiel durch das Einstellen eines Bildes oder Videos in einer Chatgruppe erfolgen. Hierbei ist die Tathandlung bereits mit dem Einstellen erfüllt. Eine tatsächliche Kenntnisnahme ist somit nicht erforderlich. Denkbar wäre aber auch hier, wie im Ausgangsbeispiel, das Herumzeigen des Unfallfotos im Freundeskreis. Täter in beiden Varianten kann jedermann sein, also nicht nur die Person, die die Aufnahme herstellt bzw. übertragen hat. Bei der Variante 5 beziehen wir uns auf das Ausgangsbeispiel, bei dem ein Liebespaar Aufnahmen gefertigt hat und nach der Trennung nun einer der Personen die befugt hergestellte Aufnahme aus Rache nun an Bekannte verschickt oder im Internet hochlädt. Worauf kommt es hierbei im Tatbestand an? Zunächst muss eine Situation nach Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 vorliegen, mit dem Unterschied, dass die Bildaufnahme befugt erfolgte, also insbesondere mit Einverständnis der betroffenen Person. Denkbar wäre aber auch, dass der Täter Fotos einer verunfallten Person fertigt, um diese der Polizei zu geben. In diesem Fall wäre er zunächst berechtigt, die verunfallte Person zu fotografieren und der Tatbestand nach Nummer 2 nicht erfüllt. Macht der Täter dieses Foto dann jedoch einer dritten Person zugänglich, handelt er unbefugt. Hierbei gilt natürlich, dass geprüft werden müsste, ob neben der Einwilligung des Opfers weitere Rechtfertigungsgründe vorliegen oder die Sozialadäquanzklausel nach Absatz 4 in Betracht kommt. Als nächstes müsste der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt sein. Es kommt also im Gegensatz zu Nummer 4 darauf an, dass tatsächlich eine dritte Person davon Kenntnis erlangt, wobei eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs selbstverständlich nur bei lebenden Personen, also in Varianten nach Nummer 1, Stichwort Wohnung, und nach Nummer 2, der hilflosen Person, in Betracht kommt. Folglich handelt es sich nur in den Fällen der Nummer 1 und 2 um ein Erfolgsdelikt und eine Prüfung der Kausalität ist erforderlich. Im subjektiven Tatbestand genügt auch hier mindestens dolus eventualis. Bei der konkreten Tathandlung muss der Täter aber sicher wissen, dass er die Bildaufnahme einer dritten Person zugänglich macht und dass dies unbefugt erfolgt. Bezüglich dieses Merkmals wird also mindestens dolus directus zweiten Grades verlangt. Insbesondere letzteres dürfte in der Praxis bei Nacktaufnahmen des Ex-Partners immer gegeben sein, da diese nur dem privaten Zweck dienten. Kommen wir nun zum Absatz 2. Dieser stellt unter Strafe, wenn Bildaufnahmen, die geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person unbefugt zugänglich gemacht werden. Hierdurch soll insbesondere dem sogenannten Cybermobbing entgegengewirkt werden. Darunter versteht man verschiedene Formen der Verleumdung, Belästigung, Bedrängung und Nötigung anderer Menschen mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel, zum Beispiel in Chatrooms oder Messenger-Diensten. Bei diesem Tatbestand kommt es demnach nicht darauf an, ob die Bildaufnahme berechtigt oder unberechtigt erstellt wurde, sondern auf die konkrete Eignung einer erheblichen Ansehensschädigung und die unberechtigte Zugänglichmachung einer dritten Person. Im Zuge der aktuellen Neuerungen wurde die Tathandlung erweitert, sodass nun auch verstorbene Personen zum Schutzbereich zählen. Was unter einer erheblichen Ansehensschädigung zu verstehen ist, wird nachfolgend dargestellt. Zunächst einmal handelt es sich um ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt, das heißt die Eignung einer erheblichen Ansehensschädigung reicht zur Tatbestandsverwirklichung bereits aus. Doch lässt sich aus dem Tatbestand nicht entnehmen, wann eine solche zu befürchten ist. Selbstverständlich wird dies bei entwürdigenden, bloßstellenden oder gewalttätigen Situationen sein, in denen regelmäßig ein Interesse besteht, dass sie nicht verbreitet werden. Hierbei kommt es aber weder auf die Meinung vom Opfer noch vom Täter an, vielmehr sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu betrachten.
Nicht strafbewehrt ist die Tathandlung, wenn diese erhebliche Ansehensschädigung sich nicht aus dem Bild alleine heraus ergibt, sondern erst durch Kommentare entsteht. Wann ist diese Erheblichkeitsschwelle nun überschritten? Im Gesetzeswortlaut wird bereits deutlich, dass das Strafmaß dem Absatz 1 entspricht. Dementsprechend ist eine vergleichbare Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs erforderlich. Nicht ausreichend wäre hierbei somit das Zurverfügungstellen einer bloßen Nacktaufnahme einer Person, weil damit keine Ansehensschädigung verbunden ist. Oder auch die Darstellung eines Verbrechensopfers, da es unverschuldet in die Lage geraten ist. Selbstverständlich wäre in diesem Fall eine Strafbarkeit nach Absatz 1 gegeben. Begutachten wir nun den Absatz 3. Zunächst ist hier der Tatbestandsaufbau dargestellt. Kurz zusammengefasst bezieht sich Absatz 3 auf Bildaufnahmen einer anderen Person unter 18 Jahren, die die Nacktheit zum Gegenstand hat. Zielrichtung der Tathandlung nach Nummer 1 muss jedoch die entgeltliche Bereitstellung an eine dritte Person sein. Damit der Tatbestand verwirklicht ist, darf auch keine der bereits genannten Berechtigungen nach Absatz 4 gegeben sein. Im subjektiven Tatbestand wird zunächst mindestens dolus eventualis verlangt. Nur in Bezug auf die Nummer 1 dagegen sogar die Absicht, diese Aufnahme gegen Entgelt an eine dritte Person zu verschaffen. Zunächst soll durch die Norm die strafbare Lücke der Paragraphen 184b und 184c StGB geschlossen werden, der lediglich Bilder umfasst, die eine unnatürliche, geschlechtsbetonte Körperhaltung darstellen. Als zusätzliches Tatbestandsmerkmal kommt aber die Entgeltlichkeit hinzu, um zu verhindern, dass sozial adäquate Bildaufnahmen, zum Beispiel der eigenen nackt badenden Kinder, strafbar sind. Entgeltlich meint hier bereits das Bereitstellen in einem Forum, um Zugriff auf weitere Nacktfotos zu haben. Es stellt sich also hier die Frage, welche Bildaufnahmen nun konkret erfasst sind. Zunächst muss es sich natürlich um Nacktaufnahmen einer anderen Person unter 18 Jahre handeln. Das heißt, ein Jugendlicher dürfte seine eigenen Nacktaufnahmen gegen Entgelt weiter veräußern, ohne sich strafbar zu machen. Handelt es sich doch um eine unnatürliche, geschlechtsbetonte Körperhaltung, so greifen die Paragraphen 184b und c StGB. Doch wann wird die Nacktheit dargestellt? Dies ist der Fall, wenn die Person im Wesentlichen vollständig unbekleidet ist. Also auch wenn untergeordnete Bekleidung wie Socken, Mütze oder ähnliches getragen wird. Maßgeblich ist, dass Geschlechtsorgane oder Gesäß sichtbar sind. In Teilen der Literatur wird auch bereits das Abbilden in Unterwäsche oder in Badekleidung als strafbewehrtes Verhalten angesehen. Dies dürfte jedoch in den wenigsten Fällen tatsächlich mit einer Nacktheit vergleichbar sein. Als Tathandlungen umfasst Absatz 3 Nummer 1 das Herstellen oder Anbieten zum Ziele der entgeltlichen Überlassung an einen Dritten und nach der Nummer 2 das entgeltliche Beschaffen dieser Bildaufnahmen für sich selbst oder einen Dritten. Im subjektiven Tatbestand bedarf es auch hier mindestens des dolus eventualis. Lediglich hinsichtlich der Nummer 1 ist jedoch erforderlich, dass der Täter in der Absicht, also mit dolus directus ersten Grades handelt, diese Aufnahmen gegen Entgelt einer dritten Person zu verschaffen. An dieser Stelle möchte ich noch einen Problembereich des Paragraphen 201a StGB thematisieren. Nicht selten kommt es vor, dass Bildaufnahmen, deren Inhalt von Paragraph 201a StGB umfasst sind, bereits in den sozialen Medien, zum Beispiel bei YouTube, veröffentlicht wurden. Hier ist zu beachten, dass eine vorherige Publikation eine Strafbarkeit nicht ausschließt, wenn die sonstigen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass ein Video einer stark betrunkenen Person, die torkelt, hinfällt und sich übergibt, bei YouTube eingestellt ist. Hier kann bereits ein Gebrauchen der Aufnahme gegeben sein, wenn dieses Video gespeichert wird mit der Absicht, es später zu verbreiten oder auch nur zu verwenden. Die vorherige Veröffentlichung ändert daran nichts. Bei § 201a StGB handelt es sich um einen Vergehenstatbestand, bei dem der Versuch nicht strafbar ist. Dies bedeutet, dass im Fall des Eingangsbeispiels das Anbringen einer Spycam in der Dusche zunächst keine strafbare Handlung im Sinne des Paragraphen 201a StGB darstellt. Hier wäre lediglich eine Versuchsstrafbarkeit im Sinne des Paragraphen 201 StGB denkbar,
wenn die Kamera auch das gesprochene Wort aufzeichnen könnte. Mit der Bildaufnahme ergibt sich jedoch eine Strafbarkeit nach § 201a Absatz 1 Nr. 1 StGB. Im Absatz 4 ist die sogenannte Sozialadäquanzklausel enthalten. Diese wurde zwar bereits angesprochen, soll an dieser Stelle aber noch einmal aufgegriffen werden. Demnach wird bereits im Rahmen des Tatbestands geprüft, ob die unbefugte Bildaufnahme durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen befugt erfolgt und somit die Strafbarkeit bereits im Tatbestand und nicht erst im Rahmen der Rechtswidrigkeit ausscheidet. Die Norm enthält hierbei eine nicht abschließende Aufzählung für Bereiche, die ein überwiegendes Interesse gegenüber dem höchstpersönlichen Lebensbereich des Einzelnen haben könnte. Die Sozialadäquanzklausel gilt jedoch nicht schrankenfrei. Vielmehr muss in jedem Einzelfall eine sorgfältige Prüfung erfolgen, sodass in der Vielzahl der Fälle das Recht des Einzelnen überwiegt. Im letzten Absatz der Norm ist die Zulässigkeit der Einziehung von Bildträgern und der Bildaufnahmegeräte geregelt. Wichtig zu beachten sind hier für den praktischen Polizeidienst die Prozessvoraussetzungen. Gemäß § 205 Absatz 1 Satz 2 StGB handelt es sich bei der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch Bildaufnahmen um ein relatives Strafantragsdelikt. In den Fällen des Absatzes 1 und 2 handelt es sich gemäß § 374 Absatz 1 Nr. 2a StPO auch um ein Privatklagedelikt. Zum Abschluss möchten wir noch darauf hinweisen, dass der § 201a StGB eng an die Vorschriften des Kunsturhebergesetzes und natürlich auch an den § 201 StGB die Verletzung der Vertraulichkeit des nicht öffentlich gesprochenen Wortes anknüpft. Ebenso wurden bereits mögliche Überschneidungen und Parallelen mit den § 184b, c und k an den relevanten Stellen benannt. Zusätzlich beabsichtigen wir, über das Kunsturhebergesetz eine eigene Online-Vorlesung zu erstellen. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir euch den Tatbestand des § 201a StGB mit unseren Ausführungen verdeutlichen konnten. Für Rückfragen stehen wir im Fachgebiet sehr gerne zur Verfügung.